is true, our love was stronger. And now it's just the memories that I hold inside. Ja, hallo meine Lieben, endlich ist es soweit. Endlich kann ich meinen großen, super coolen Contest starten. Und zwar machen wir ein Musikvideo-Contest. Das steht ja hier auch als Überschrift. Und zwar macht ihr, das ist die Aufgabe, also bevor ich euch jetzt die Preise zeige, erkläre ich euch jetzt einmal die Aufgabe, also was ihr zu tun habt. So, ihr macht ein Musikvideo, ganz allein ihr. Ihr habt keine Vorlage oder sonst irgendwas von Viva oder ihr könnt also total absolut kreativ sein. Ihr habt die Wahl zwischen 6 Liedern. Und zwar von der wunderbaren Interpretin, wunderbaren Sängerin Jamie Wembley aus den USA. Alle ihre Lieder, ihr komplettes Album könnt ihr euch kostenlos runterladen auf jamendo.com oder .de. Also auf jeden Fall, den Link findet ihr in der Infobox. Dort könnt ihr euch alle Lieder von ihr anhören. Entweder ihr saugt euch das komplette Album oder nur den einen Song, den ihr quasi verwursten wollt. So, also ihr hört euch die 6 Lieder an, nehmt euch den Song, der euch am allermeisten gefällt, wo euch spontan vielleicht irgendwas zu einfällt, und dann macht ihr zu diesem Song ein Musikvideo. Also bitte keine Fotos, Slideshow mit gegoogelten Bildern, sondern ich möchte, beziehungsweise Jenny und ich, wir möchten, dass ihr euch eine richtige Geschichte überlegt. Also erzählt uns eine Geschichte in diesem Video. Ja, also seid kreativ. Könnt ihr euch ausdenken, es kann lustig sein, es kann romantisch, es kann traurig sein, es kann alles Mögliche sein. Hauptsache ist, ihr habt jede Menge Spaß und man sieht es in dem Video, dass ihr euch Mühe gebt, dann natürlich, davon gehe ich natürlich aus. Dafür habt ihr Zeit, 2 Wochen, sollte die Zeit nicht reichen. Und ich bekomme jede Menge E-Mails, dass die Zeit zu knapp ist, wird das auf jeden Fall auch verlängert um eine Woche. Also ich sage mal, mindestens 2 Wochen habt ihr Zeit, maximal 3 Wochen. Je nachdem, wie viele E-Mails halt kommen. Im Anschluss werden Jamie und ich das Beste, beziehungsweise die 3 besten Videos uns aussuchen. Wie gesagt, es gibt, wie ihr daraus schlussfolgern könnt, gibt es 3 Plätze, und natürlich gibt es auch für diese 3 Plätze 3 Preise. Und wir fangen mal an mit dem 3. Platz. Also der 3. Platz bekommt Folgendes. Ich zoome euch mal rein. Der 3. Platz bekommt den MNY Lip Gloss in der Farbe 175. Bekommt den Essence Show Your Feet in der Farbe Juicy Orange. Von Aiko Pretty Polish in diesem Rosa. Erhält von Manhattan Lotus Effect die Farbe, weiß ich nicht, hat keinen Namen. Also bekommt auf jeden Fall dieses Lila. So wie eine Probe von dem Goldwell Inner Effect Repower in Color Life Shampoo für glattes, voluminöses Haar. Und diverse andere Proben, die ich gesammelt habe. Der 2. Platz bekommt von MNY Lip Gloss in der Farbe 293. Das ist dieses Bonbon Pink. Bekommt P2 Sun Love in der Farbe Sommer Cocktail. Von P2 die Farbe Sweet. So ein Nude mit goldenem Schimmer. Bekommt von P2 die Farbe Inspiring.
erhält von M&Y die Farbe 160. Ist ebenfalls ein Lipgloss. Erhält von NYX den Eisglatte Lippenstift. Sieht so aus. Ebenfalls von M&Y den dunkelblauen Cool Kajal. Außerdem von Color Trend ein Lidschatten in Lila, also ein Lidschatten-Duo in Grau und Lila. Und bekommt diese große Flasche 500 ml von dem Avon Sweet Candy Badeschaum. Die ganze Flasche. Das ist der zweite Platz. So, kommen wir jetzt zu Platz 1. Also, Platz 1 erhält von Color Trend den Lipgloss in der Farbe Wink. Das ist ein wunderschöner Nude Gloss mit Schokoladengeschmack. Ebenfalls das Wimpernserum von L'Oreal. Zwei Lippenstifte von NYX, und zwar einmal in der Farbe Paris und einmal in der Farbe Creamy Beige. Von P2 Fruity Kiss Berry Mania. Bekommt von M&Y einen hellgrünen, apfelgrünen Lidschatten. Einen M&Y Blush in der Farbe 401, allerdings mehr so ein Highlighter, goldener Schimmer. Von M&Y drei Lacke, einen weißen Matten, einen blauen Schimmer und aus der aktuellen Sweet irgendwas LE einen pinken Schimmer Lack. Dann zwei Lidschatten von Color Trend, einmal in Petrol und einmal in Grau. Außerdem bekommt der erste Platz drei Lacke aus der Poolside Collection von Shiner Glaze. Und zwar sind das Pink, Grün und Gelb. Und ein Parfum, und zwar 30 ml in dem Flakon, Tresor in Love von Lancôme. Dieses Parfum ist ebenfalls im Preis, bekommt der erste Preis. Also, wenn das nicht fette Gewinne sind, weiß ich nicht. Also, das war jetzt ein halbes Jahr echt gesammelt, und ja. Also ich hoffe, dass ihr ganz, ganz fleißig mitmachen werdet. Ich hoffe, dass euch die Musik gefällt. Ich bin super gespannt. Jamie ist ebenfalls total gespannt, was Deutschland aus ihren Liedern machen wird, wie die Musik ankommt und was für Ideen ihr habt für ein Musikvideo. Weil es gibt momentan keine Musikvideos von ihr. Es gibt nur ihre Musik. Aber leider keine Musikvideos. Und ja, vielleicht wird sie auf ihrem Kanal dann euer Video sogar posten. Wer weiß, welche Karrieren da noch auf euch zukommen werden. Also legt euch ins Zeug, ich bin super mega gespannt. Das ist sowas von einem spannenden Projekt. Ich bin total froh, dass Jamie überhaupt mitmacht. Und ich hoffe, die Preise gefallen euch und sind Anreiz und Motivation für richtig, richtig gute Videos von euch. Ja, also meine Lieben. Ach so, das ist übrigens der Versuch eines Katy Perry California Girl inspirierten Looks. Okay, also ich hoffe wirklich ganz doll, dass euch das Contest-Thema gefällt.
euch die Musik gefällt, euch was dazu einfällt. Und wie gesagt, wenn euch 2 Wochen nicht ausreichen, dann schreibt mir, dann wird es um 1 Woche verlängert. Ja, also, gut. Wenn ihr Fragen habt, fragt mich, scheut euch nicht, mich zu fragen. Den wunderbaren Kanal von der lieben Jamie findet ihr entweder auf meinem Kanal verlinkt und natürlich auch in der Infobox. Okay, meine wunderbaren, süßen, lieben, kreativen Köpfe da draußen. Ich zähle auf euch und ja, verbreitet die Musik. Habt Musik im Herzen. Also meine Lieben, macht's gut. Bye, bye.